Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Lara, der alten Grabschänderin. Wir sind immer noch hier in diesem komischen Raum mit den zwei Blöcken, mit den Vögeln drauf. Und ich würde sagen, wir gucken mal weiter, wie wir das hier erledigen müssen. Wir haben ja in dieser Ecke hier schon gesehen, dass da oben irgendwie ein Hebel ist. Ich denke mal, wir müssen da hin. Ich vermute, dass wir irgendwie auf dieses Ding hier drauf müssen. Von dem anderen Vogelstein aus kommen wir da nicht dran. Das heißt, wir müssen vielleicht erst hier hoch. Da geht's aber nicht weiter. Da kommen wir aber nicht dran von hier aus. Das heißt, wir müssen irgendwie wahrscheinlich... Nein, eigentlich habe ich gar keinen Plan. Ich würde sagen, ich belüge euch nicht weiter und wir laufen einfach. Wir gucken einfach mal, was sich so machen lässt. Okay. Ich denke mal, wir haben diesen Weg hier ja schon mal genommen, bevor ich den Hebel gezogen habe. Wir machen das jetzt einfach nochmal und gucken, ob es uns jetzt vielleicht was bringt. Problem ist, dass ich bei solchen Leveln hier oder bei solchen Abschnitten, wo es irgendwie irgendwelche Hebel und irgendwelches Verschieben von Sachen geht, irgendwie immer nach kurzer Zeit völlig vergessen habe, wie es vorher aussah und was ich hier eigentlich tue. Das ist irgendwie ein bisschen unpraktisch. Okay, ich lasse mich fallen, kletter jetzt aber nicht zurück, sondern springe von hier aus weiter auf diesen Vogelstein. Denke mal, das ist der richtige Weg. So. Das dürfte klappen. Ja. So. Jetzt haben wir allerdings das Problem. Ne, warte mal, vielleicht von hier aus. Also da, in diese Ecke rein. Dass wir vielleicht von hier aus gar nicht dahin kommen, weil da unten sind ja auch die Stacheln und so. Aua, aua, böse, böse. Kennt er ja. Sondern wir müssen irgendwie diesen Diagonalsprung hier schaffen. Und ich sehe schon kommen, dass das nichts wird. Ich habe richtig gesehen. Ich bin ein Hellseher. Vielleicht... Ich weiß nicht. Das ist wieder so eine Glückssache irgendwie. Ah ne, okay, geschafft. Alles klar. Hebel! Hallo, wie geht's dir? Du wirst unsere Träume verwirklichen, hoffe ich. Unsere Träume vom Levelende. Okay. Jetzt hat sich hier wieder was verschoben. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt wieder zurück müssen auf den Kasten da und dann auf den anderen Kasten und von da aus dann in die Ecke, wo... Boah, nee, das war zu weit. In die Ecke, wo der andere Hebel ist. Ich glaube, wir müssen das ohne Anlauf machen. Kann das sein? Nein, auch nicht. Kommen wir von hier aus überhaupt wieder zurück? Stimmt, ist das gar nicht so... Doch, okay. Ich nehme es zurück. Okay, jetzt kommen wir auch auf den anderen Stein und von hier aus kommen wir dann wieder in die Ecke da. Voll gut. Wir haben es geschafft. Yay. Was hier noch? Hallo Mumie, wie geht's dir? Feierst hier eine einsame Party? Du darfst mir zugucken, wie ich diesen Hebel benutze. Wie ich ihn hemmungslos missbrauche. Und es hat sich endlich die dritte Tür geöffnet. Wie ich mir schon gedacht habe, hat sich der Nein, wir fallen, lassen uns hier nicht runterfallen. Hat sich der Schwierigkeitsgrad erhöht. Je Tür. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir dahin wieder zurückkommen. Das habe ich nämlich irgendwie schon wieder vergessen. Ah, warte mal. Ich glaube, wir kamen hierher, ne?
Ne, hier war zumindest der Hebel der erste, oder? Ja. Dann laufen wir doch einfach mal zurück. Hi! Irgendwie hat sich gerade die Musik verabschiedet. Wow! Okay. Los, stopp, schade, Musik. Das war im Hauptraum, ne? Bestimmt kommen hier nochmal Dinos. Nein? Okay, keine Dinos. Auch gut. Da war der Stein. Ich glaube, hier müssen wir rein. Speichern? Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr kompliziertes Grab. Huch. Ich glaube, unser guter Qualopack 40. Liken und abonnieren, falls euch seine Videos gefallen. Qualopack 40 steht nicht so auf Besuch. Der will, glaube ich, einfach nur seine Ruhe haben und ein bisschen schlafen. Ein paar tausend Jahre lang. Ist ja auch völlig verständlich eigentlich. Wer will das nicht, ne? Okay, ich glaube, wir sind... Oh, was passiert jetzt? Alter. Da ist das Skion. Ich wollte jetzt eigentlich mal die Musik durchlaufen lassen, aber das dauert mir gerade zu lange. Ist auf jeden Fall wieder ein sehr cooles Stück. Wir haben auf jeden Fall das Objekt unserer Begierde jetzt gefunden. Und ich würde sagen... Uiuiuiui, okay. Müssen wir jetzt wieder zurück? Müssen wir jetzt wieder zurück hier durch die... Ja, die Tür ist wieder auf. Okay, cool. Wir haben das Skion gefunden. Das sollten wir ja finden. Und jetzt sind wir irgendwie wieder im anderen Level. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde mal vermuten... Nein, eigentlich habe ich gerade... Was? Was? Das ist Larsen. Larsen, du Arsch. Was soll das? Was habe ich dir denn getan? Ich meine, ich bin doch nur ein bisschen in der Höhle rumgeklettert und so. Larsen? Danke. So, und jetzt? Kommt eine Cutscene? Tja, jetzt haben Sie meine volle Aufmerksamkeit. Aber ob ich auch Ihre habe? Hallo? Wart's ab, wenn ich dich in die Finger kriege. Natürlich. Du und das dämliche Stück vom Skion. Wenn du es unbedingt behalten willst, stopfe ich's dir in deinen verdammten... Moment, sprechen wir gerade über das Artefakt? Darauf kannst du Gift nehmen. Moment, tut mir leid. Sie sagten Stück. Wo ist dann der Rest? Miss Nadler hat Pierre Dupont darauf angesetzt. Und wo sucht er danach? Ha, den erwischst du nie. Sie meinen also, das Geräte hier hält nicht nur auf? Keine Ahnung, wo seine krummen Ganovenbeine ihn hingebracht haben. Da müssen Sie Miss Nadler fragen. Ich sehe in die Kamera, guck. Danke, das werde ich tun. Geil. Tomb of Qualopec. 7 Kills, 3 Pickups, 0 von 3 Secrets, 27 Minuten. Ich find's übrigens hammernice. Das wusste ich überhaupt gar nicht bisher, dass Larsen und
Pierre schon im ersten Teil vorkommen, dass sie quasi so die ersten Widersacher von Lara waren. Ich kenne die ja nur aus, lasst mich lügen, eigentlich nur aus Teil 5. Vielleicht tauchen sie im zweiten Teil auch nochmal wieder auf, ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste ich mich daran erinnern, denn ich habe ein Let's Play dazu gesehen, aber egal. Sprechen wir nicht weiter über mein lückenhaftes Gedächtnis. Ich würde sagen, wir legen einfach mal weiter los und gucken uns einfach mal das nächste Level an. Quälen mich neue Versuchungen. Meine Brüder munkeln, dass unter unserer Art Teil der Körper des Tiokan begraben wird. Einer der drei mythischen Herrscher des verlorenen Erdteils Atlantis. Und dass ein Stück des atlantischen Erbes bei ihm liegt. Ein Anhänger, der zwischen den drei Herrschern des untergegangenen Erdteils Atlantis aufgeteilt wurde, um seine unermesslichen Kräfte im Zaum zu halten. Kräfte jenseits derer des Allmächtigen, des Schöpfers. Mir wird schwindlig von solchen Möglichkeiten, die so dicht an meinem sterblichen Selbst liegen. Jede Nacht geißle ich mich, um mir die Vorstellung auszutreiben, aber es ist wahrlich eine schwere Prüfung. Pierre, du Umweltverschmutzer. Jetzt haben Sie meine volle Aufmerksamkeit.
Ja, wir sind im nächsten Level. Lara hat erfahren, dass... Ach du Scheiße. Was ist denn da los? Hilfe! Oh, okay. Halt, stopp. Nein, böse Löwis, böse Katzen, böse Katzen. Okay, alles klar. Lara hat erfahren, dass es noch weitere Skions gibt. Nicht nur dieses eine, was sie da gefunden hat. Und Larsen oder Lars, ich bin mir gerade nicht sicher, wie er heißt. In Teil 5 heißt er Larsen. Ja, wurde wohl beauftragt, sie aus dem Weg zu räumen. Aber Lara lässt sich da natürlich nicht lumpen und geht direkt auf die Suche zum nächsten Artefakt. Über dessen Verbleib sie gerade im Büro von... Ja, von der Nutler Corporation oder wie diese Firma heißt, gefunden hat. Oder erfahren hat. Und jetzt sind wir gerade wo eigentlich? San Francis Folly. Das ist, glaube ich, eine Kathedrale. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir speichern einmal. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann hier in diesem neuen Level weiter. Ich bin gespannt, was uns hier noch alles so für Gegners und Geheimnisse und so weiter erwarten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!